Tom ist Alchemist. Ich okay, das nehmen wir mit. Rezept abkaufen. Dann kann ich aber an Kalon. Und was soll ich da machen? Die Sektenspinner sind dauernd auf der Suche nach neuen Leuten. Kalom ist einer der Gurus, das heißt, er prüft die neuen Anwärter. Wenn du mit ihm in Kontakt kommst, versuch, an das Rezept zu kommen. Ob okay, du dafür bezahlst oder nicht. Okay, machen wir sich nach einer. Irgendwann wird Diego mich. Okay. Okay. So. Dann gehe ich mit dem KKKK hin da. Aber ich wollte ja eigentlich. Also hier unten langlatschen. Dann war da der Whistler. Ach man, ist doch ärgerlich, dass ich da den falschen Knopf gedrückt habe. Nochmal mache ich das nicht. Das machen wir dann beim nächsten Mal alles. Wie kann man denn sich so blöde anstellen? So kann man hier. Das gibt's doch alles gar nicht. So, dann kommen wir hier. Okay, das haben wir aber auch schon alles gehört, ne, Kumpel? Ja, ich mach das für dich. Die Meistergeschichte haben wir auch schon gehört. Das haben wir auch geklärt. Und dann haben wir gesagt, okay, ich hole das Ding. Okay, und dann müsste man jetzt aber sagen, Ende. So. Dann speichern wir das auch ab. Und dann gehen wir zum Koch. Da wollten wir zum Koch heute mal noch gehen. Der muss doch hier oben rumstehen. Warte mal, wie hieß der denn, der Koch? Butler. Das war doch ein Koch. Ich bin mir sicher, dass es ein Koch war. War das Keil? Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Halt's Maul, Mann. Was ist denn mit dir los? Was ist denn? Mann, lass mich bloß in Ruhe. Jeder hier, es fing alles damit an, dass ich meine Hütte gebaut habe. Bau deine Hütte nicht an den Graben. Aber keiner von den Pennern hat mir gesagt, was passiert, wenn ich es doch tue. Als ich vor ein paar Tagen aus der Mine wiederkam, hatte ich eine zweite Tür. Diese Schweine. Ich hasse sie, ich kann dir gar nichts. Jetzt rennt jeder durch meine Hütte. Jeder! Ach komm, die kloppen alle. Die kloppen alle kaputt. Lass mich. Die machen wir alle platt, die Typen. Kyle, tut mir leid, aber das ist halt nicht gut gelaufen für dich. Hier ist ein Butler. Wo hab ich denn jetzt? Ich finde den nicht. Ist das Diego? Das ist nicht Diego. Sly. Neu hier. Ich bin. Hä? Ich war doch schon mal bei euch allen. Was ist denn mit euch los? Du bist einer unserer Gardisten. Du bist neu hier und kommst viel rum. Wenn du ihn findest. Ja, okay. Was kann er. Den Neck haben wir schon. Neck ist weg. Neck ist weg. Ich hab. Gut. Ja. Ich habe ein Amulett bei ihm gefunden. Hier. Genau um dieses Amulett. Du hättest auf die Idee kommen können, das Amulett zu behalten, wenn Diego mich nach dir fragt. Ja, okay. Also Diego kann mich schon mal. Hey, du. Redest du mit mir? Ich habe bezahlt. Ich will dich warnen. Jemand wie und die sie ich denken, hab bezahlt. Darum. Hau ab. Ich habe bezahlt. Mann, warum Idioten, ey. Nicht viel. Ich hab da hinten mit dem anderen gerade 10 Arsen zu halten, Vollidiot. Dann nehme ich das, was du hast, was? Ist schon okay. Du kannst ja beim nächsten Mal die... Hat er nicht gesagt 10 Arsen? Lass mal sehen. Na, was haben wir denn da? Kann da... Ich werde einfach alles nehmen, was du hast. Boah, wie kann man denn... Mann, was ist kann ich da mal vorbei? So wieso drücke ich denn hier die falschen Knöpfe? Was ist denn da los? 22.30 Uhr. Also, das verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn da schon wieder los? Warum habe ich den falschen Knopf gedrückt? Okay, sowas Ärgerliches, Mann. Jetzt haben wir das mit dem Neck gerade geklärt. Meine Güte, ey. Ist das der Mann, der hier ran rumrennt? Nö. Der Mut, das war ein Typ, ey. So, das wollten wir auch noch geklärt was? Haben. Ich weiß ja nicht, was das hier soll, ne? Wie schnell das denn auch geht, da drückt man einfach einen falschen Knopf, einfach so. So, das war der mit dem Neck. So. Das haben wir auf jeden Fall am Start. Zack, komm her. Hab Neck gefunden. Hier hast du ein Amulett. So. Kannst du haben. Ich hol mir das. Oh. Ich hol mir das sowieso wieder. Ich muss so keine Angst haben. Ich prüge euch alle irgendwann platt. Ich bin hier. Ich komme irgendwann als Templer hier an und mache euch alle fertig. So, jetzt kommt der Typ hier. Ne, warte mal.
Hey, du! Doch. Redest du mit mir? Ich will und sie. Ich kann doch einfach sagen, soll seine Drohne sein? Okay. Okay. Also 10 Erz hat er gesagt, ne? Achso, hier. Hier hast du das Erz. Ich kann Freunde gepuschen. Okay. Wir sehen uns. Was soll's? Die haben auf jeden Fall erstmal ihr Geld gekriegt. Das ist schon mal gut. Dann können wir hier uns frei bewegen, bevor wir Sinus Doppel kriegen. Und dann war ich, und jetzt muss man theoretisch den Koch hier irgendwo finden. Oh ja, achso, siehst du, ich bin wirklich auf der falschen Seite, weil hier ist der Eingangsbereich. Ich bin wirklich verkehrt rum reingekommen. Diego, ich komme später zu dir. Wir quatschen nochmal. Aber hier ist irgendwo der Koch mit dem, mit der Suppe. Ach komm, Matt wieder an die Rand. Hau ab, ach komm, das. Hau, verschwinde. Ich klopp den Typen zu Brei. Der geht mir auf den Sack, jetzt schon. Jetzt laufen die alle hier rum. Ich habe natürlich die Nacht schön durchgemacht. Aber ich gehe trotzdem noch schlafen nachher. Hier ist eine Pfanne. Matt. Der heißt schon so, oder? Der heißt schon. Der heißt Matt. Matchman. Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Aber wo ist denn jetzt der. Hier ist niemand. Schlafen alle, oder was? Ich? Verschwinde, hau ab, du. Eins, rechts, rechts. Mist. Rechts, rechts, links, links. Rechts, rechts, links, rechts, links. Oh, nochmal links, jawoll. Oh, guck mal hier. Oh. Pass mal auf, Matt, du hast nichts gesehen, sonst musst du sterben. Wegen was haben sie dich eigentlich hier... Halt's Maul, geh weg. Matt hat nichts gesehen. Du, steht da einfach eine Kiste rum, ne? Bist du der Koch? Hey, du! Raus hier! Ja, ich geh. Warte. Kluges. Das war der Schmied. Hättest du mal nicht so eine große Fresse, wenn du wüsstest, Schmied. Das ist ein Butler. Das ist ein Schatten. Der wird nichts mit dem Koch. Muss er pennen gehen, dann Fletcher? Hey, du. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Ach, was ist denn schon mit dir? Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg, am großen Lagerfeuer und... Okay. Wie kommt es denn? Neck ist verschwunden. Bis er wieder da ist... Okay, Neck kommt nicht mehr wieder. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein. Und ich werde... Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit... Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier Also Fletcher, Butt ist nicht mehr da. Warum sagt... Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Wegen Neck? Ja. Ich glaube, ich habe ihn gefunden. Was? Wo ist er? Tot. Er ist Futter für die Ratten. Nein! Verdammt! Da muss ich jetzt den Laden hier schmeißen. Ich hatte gehofft, er kommt wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Oh Mann. Was ist dein Problem? Ich habe Schulden bei Scatty. Eine Menge Schulden. Jetzt, wo er weiß, dass ich Next Job mache, wird er jeden Tag bei mir auf der Matte stehen. Na, musst du klarkommen mit. Wir haben auf jeden Fall, ich glaube, da gibt es ein bisschen Erfahrungspunkte zu holen. Haben wir geschafft, glaube ich. Aber der Koch, der immer noch auf die Fleischpflanzensuppe hinarbeitet, tja, der wartet immer noch, nicht? Hier sind wir gerade reingekommen. Geht hier hoch? Geht natürlich nicht. Ah, stellt sich ein bisschen brasselig an. Oh, du wieder. Gib das weg, ey. Hier hinten haben wir gerade den Ball getroffen. Dann müssen wir immer die Reihe rumlaufen nochmal. Also jetzt ist es natürlich schon so, dass der... Ist das der Koch? Das ist der Koch? Der hat einen Kochlöffel in der Hand. Hey, du! Nee, das ist nicht raus, ja. Die richtige Entscheidung. Meine Fresse, sind die alle aggro, ey? Wie mir auf den Sack gehen mit ihrer Aggressivität.
Dextro Energy. Butler, ach geh, hau ab, Mann. Geh mir bloß nicht auf den Sack. Ich zieh deine Waffe gegen den. Gut, macht keinen Sinn. Machen wir beim nächsten Mal. Wir warten, fleischsuppentechnisch warten wir. Wir müssen uns aber beim nächsten Mal Richtung Sumpflager auf den Weg machen. Du freust dich, ne? Das ist der mit den zwei Türen. Einmal durchgelatscht. Ja, der hat auch zwei Türen, guck mal. Kai, warte mal, hat man nicht... Achso, das ist ja Kai mit den zwei Türen, oder? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was ist Kai der Koch? Ich weiß es echt nicht. Wir könnten ja mal gucken, was hier im Logbuch steht. Da steht... Rezept der Sekte, Ratze der Bauer, verschwundener Gardist. Wo ist denn das jetzt? Ich sehe es gar nicht. Was ist denn hier? Was ist denn weiß markiert? Ah, da sehe ich es. Wer ist Snarfs Rezept, wenn ich verschwundener Gardist? Der Koch Snarf hat Nick zum letzten Mal gesehen. Der Koch Snarf. Snarf heißt er. Ja, wo ist denn jetzt Snarf? Snarf! Snarf, 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 Snarf. Wo ist denn der jetzt hin? Ist das Snarf? Das ist ein Butler. Hey du! Ja, ich bin schon weg. Kluges Kerlchen. Halt's bloß Maul, ey. Okay, Snarf ist irgendwo, aber dann muss ich halt schlafen gehen später erstmal. Hier ist auf jeden Fall der Baal. Ich würde sagen, wir machen folgendes, wir nehmen jetzt hier einfach... Ich bin neu hier. Ich bin Baal Taran. Was ist denn das? Was ist die Bruderschaft? Wir sind eine unser Laden. Ich dachte, wir hatten das schon geklärt, dass er mich sich nach Hause bringen kann. Der seid die Gött... Hä? In uns, wenn höher, aber der... Ist das nicht der? Er spricht zu uns durch Visionen. Wenn man ja, das klar, Kraut, Mann. Das im Sumpf wächst, einnimmt, ist man ja. dem Schläfer nahe und kann ihn hören. Manche sehen auch Hütte. Bilder. Aber ich habe den da nicht gefunden. Ich habe die falsche Hütte gesucht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Also, den Koch finden wir auf jeden Fall noch. Wir bereiten eine große Anrufung des Schläfers vor. Wird uns der Schläfer den Weg in die Freiheit offenbaren? Da bin ich gespannt, ob wir das hinkriegen. Ich bin echt gespannt darauf, was da kommt. Ich muss in die Burg. Kannst du mir dabei helfen? Ich fürchte nicht, Bruder. Die einzigen von uns, die die Burg betreten dürfen, sind diejenigen, die Gomez das Kraut liefern. Also es kommt schon wir jeder irgendwie ernten da rein. Sumpfkraut und verkaufen einen Teil davon ans alte Lager zum Austausch gegen Waren aus der Außenwelt. Wenn du einer der Kuriere wärst, die für Kur Kalom arbeiten, könntest du in die Burg kommen. Okay. Was willst du über... Die sind alle so ruhig. Ich will dort jemanden... So? Wen? Und wie... Na, och. Es ist einer der Magier. Oh, tja. Die kommen wirklich nie raus. Was willst du denn von denen? Also ich habe ja Schutzgeld bezahlt, ne? Also was soll's? Stimmt, genau. Wusste ich's doch. Was will ein Typ wie du auch sonst wohl von den Magiern? Ich kann dir einen guten Rat geben. Vergiss die Magier. Die nehmen viel zu viel Erz für ihren Kram. Bei uns im Lager kannst du viel billiger an magische Runen und Tränke herankommen. Okay, pass auf. Ich muss in die... Ich fürchte nicht, Bruder. Okay, das haben wir geklärt. Dann... Ich habe... Ach. Und woher hast du den? Den haben dir die Magier gegeben, bevor sie dich hier reingeworfen haben. Richtig? Du bist ganz schön dumm, das so rumzuerzählen. Aber nur tu dir selber einen Gefallen. Die Belohnung... Okay, jetzt haben wir es für uns behalten. Gut. So, wie kommen wir jetzt Wie komme ich zum... Ich bin gerade beschäftigt. Aber Baal Parves... Er ist in der Nähe des Marktplatzes, auf der anderen Seite der Burg. Ich glaube... Okay, Baal Parves, dann habe ich den Fall schon hier aufgesucht. Dann gehen wir zu Baal
Valparvest beim nächsten Mal und laufe mit dem zum Sumpflager. Aber wir könnten auch gleich nochmal gucken, ob wir den noch finden. Sonst vergesse ich das nämlich bis zum nächsten Stream. Das dauert eventuell 4 Wochen, bis ich das nächste Mal streame. Dann, wo war der jetzt? Auf der anderen Seite hat er gesagt, da hat er eine eigene Hütte. Wir stellen uns dahin, aber der war ja unten am Feuer. Vielleicht ist er ja immer noch in der Nähe. Der ist ja rumgelaufen, ich habe das doch gesehen. Dass immer alle so hüpfen müssen beim Laufen, war. Jeder Arsch macht immer den Hüpf, 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 man. Finde ich total bescheuert, ne? War ich nicht mehr. Hier ist doch der Magerplatz, ne? Hier ist, das ist er schon mal nicht, das ist der Dexter. Das ist er hier auch nicht. Was ist denn hier hinter der Tür? Ich hätte wohl mal schlafen müssen. Ne, ja, okay. Oh, das hab ich schon Angst. Der Typ verdrückt sich! Ja, ich keine Angst, ich wollte da nicht. Ich wollte mit dem Baal Parves reden. Oh je, oh je. Dann mal eben schnell angegriffen da, die Hütte. Das ist er auch nicht. Na, jetzt warten wir einfach hier. Entweder bis nachts ist und der taucht wieder auf. Ey, das ist so, die Leute zu suchen, ne? Wenn du nicht weißt, wo die wohnen. Das ist das. Unfassbar ist das. Hier ist eine Pfanne. So, hier sind wir reingekommen, ne? Und dann könnten wir ja eventuell. Sind wir hier lang gelatscht? Ich glaube, wir sind hier lang gelatscht, ne? Irgendwo hier war er doch. Wir sind doch hier lang gekommen. Ey, das ist. Die Leute zu suchen, das ist. So daneben. Wenn man richtig stark wäre. Ja, also das. Ich fahre jetzt in Urlaub demnächst. Was ist das? Ist das nicht einfach? Das ist doch der Koch, oder nicht? Das ist ein Gor. Aha. Gorhanes, was macht der denn? Was machst du hier? Ich? Ich kämpfe für den Ruhm des Schläfers. Ja, also ich fahre jetzt in Urlaub für 10 Tage am Wochenende und danach nochmal zu meinem Vater und dann heißt das, das dauert also eine Weile, bis ich nochmal streame und deswegen mache ich ja YouTube-Videos jetzt gerade hier, die ich so aufnehme und zusammenschneide, damit ich das dann bei YouTube noch bringe, ne? Für die, die es jetzt nicht sehen können oder so. Fahren wir nach Griechenland. Du kämpfst in der Arena? Ich wurde von meinen Meistern aus dem Sumpf hierher geschickt, um für den Schläfer zu kämpfen. Das zu seiner also höheren okay. Ehre kämpfen. Okay. Was ist der Schläfer? Bei... Ja, jetzt sind alles ja! Ja. Was ist für eine große Anrufung, die er plant? Was ist das für ein... Unsere Propheten sagen, die gemeinsame Anrufung des Schläfers sei der Schlüssel zur Freiheit. Wenn du ja, mehr darüber genau. erfahren willst, beginn... Ich gehe zu euch ins Lager. Ich muss nur den Trottel hier finden, der mich da hinbringt. Der hat... Ich hätte vorhin einfach drauf klicken sollen. Ich hätte einfach mitgehen sollen. Aber nein... Habe ich nicht gemacht. Das ist die Arena. Nö, 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 da gehen wir nicht rein. Nö, nö. Kyrgo. Noch so ein Typ. Ich lande jetzt erstmal alle kennen hier, die ganzen Kunden. Kyrgo. Hi, ich bin neu. Ein Neuer. Ich bin Kyrgo. Auch ein Arena-Kämpfer. Okay. Bist du gut? Im Kampf. Warte mal, ich erinnere mich. Irgendwie muss man die beiden gegeneinander kämpfen lassen, glaube ich. Da war irgendwie was. Skeddy hatten wir schon mal, oder? Was machst du hier? Ich kümmere mich um... Okay. Wenn du es schaffst, mich zu beeilen, einige der besten Kämpfer aller drei Lager kommen hierher ja, okay, und fordern genau. Da musste man die gegeneinander kämpfen lassen, glaube ich. Damit ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht mehr. Ganz einfach. Wenn einer... Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber... Okay. Trainierst du auch? Trainierst schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich... Okay. Einhänderstufe 1. 50 Erz. Im Moment kämpfe ich ja mit Einhändern, aber ich habe hier jetzt den Langpunkt, ne? Genau. Ich will besser mit... Komm wieder! Genau. Das bringt also nichts. Aber auf jeden Fall können wir uns das hier merken. Okay. Naja. Merken wir uns das mal für das nächste Mal. Ich bin der Meinung, ich habe den vorhin hier rumrennen sehen, ne? Den Heini. Naja. Dann setze ich mich irgendwo. Ich hatte hier auch. Wo ist meine Bude? Ist das meine Bude? Ich glaube schon, ne?
Dann hauen wir uns hier einfach ins Pen. Dann hauen wir uns hier pennen, sagen, wir schlafen bis zum nächsten Morgen. Und dann werden wir ja sehen, der muss doch der Ball irgendwas hier aufstehen. Ball Parvest, komm. Der muss doch hier rumrennen irgendwo. Der Guy. Sind alle auf jeden Fall am Start hier. Hier rennt man richtig herrlich schön Kreise durch die ganze Map. Hier unten, da ist auf jeden Fall... Hier ist die Arena. Hier ist noch einer, aber darum kümmern wir uns jetzt nicht. Das machen wir später. Ja, war doch hier. Stand doch hier unten, Mann. Schatten. Geh doch mal. Das war doch hier. Bin ich doof? Wo ist denn das? Hier hat er gestanden. Ich bin hier reingekommen vorhin und da stand er doch hier. Dann sind wir hier lang gelatscht. Da ist er doch. Da rennt er doch rum. Na bitte, das ist doch. Ja, moin moin. Komm, Paul, zeig mir jetzt, wo es lang geht. Steck den Steuern da weg, komm. Jetzt hör doch auf da. E-Zigarette ist ewig gesund, geh doch mal weg da. So, okay. Bring mich zu eurem Lager, das will ich mir ansehen. Sehr gut. Ich werde vorangehen, folge mir. So, und das machen wir beim nächsten Mal. Das heißt, der läuft jetzt schön entspannt bis vor die Haustür. Dann speichern wir und dann machen wir das beim nächsten Mal. Matt ist weg. Wir sind Matt wieder losgeworden, tatsächlich. Ich bin begeistert. So, ich verabschiede mich schon mal. Ich wünsche jetzt allen noch einen schönen Abend. Eine gute Nacht. Schaut euch mal beim Darfur noch vorbei.